Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo kommt von Janina und Janina schreibt auch eine schöne E-Mail, nämlich schreibt sie: Hey Dandymann, wie eine andere Person vor mir schicke ich dir jetzt auch zum dritten Mal meinen aktuellen Zoo. Meinen ersten hatte ich am 7.1. eingereicht. Da habt ihr schon mal den aktuellen Stand, das ist der 7.1.2020 und das Update, also die E-Mail, die ich jetzt gerade vorlese, die kommt vom 7.2.2020, also sehr aktuell. Im asiatischen Bereich als auch im arktischen Bereich sind noch diverse Baustellen, trotzdem habe ich schon mal den Afrika-Bereich angefangen. So gut wie alle Gebäude sind von mir selbst gebaut, die einzigen vorgefertigten Gebäude stehen im Arktis-Bereich, zwei rechts, wenn du in den Bereich reinläufst, hinter meinem gebauten Gondelhaus. Und die Unterschlüpfe bei dem Dallschaf und den Rentieren. Alle Gebäude im asiatischen und afrikanischen Bereich sind selbst gebaut. Das erste Gebäude beim Eingang links war noch mein erster Versuch, weshalb das noch nicht ganz so gut aussieht. Jede Tierart aus dem asiatischen Bereich bis auf den Japan-Makak findest du in meinem Zoo. Nachdem ich jetzt zum sechsten Mal Bereich schreibe, wünsche ich dir viel Spaß beim Sichtigen. Viele liebe Grüße, Janina. Und mit dieser schönen E-Mail starten wir jetzt in dein Zoo, Janina. Und da sind wir auch schon im Zoo von Janina angekommen. Ich bin mir übrigens noch unsicher, wie der Zoo heißt, weil der Speicherstand heißt Planet Janina. Und in der E-Mail stand oben im Betreff Zootopan. Also könnte beides der Fall sein. Werden wir hoffentlich gleich am Eingangsbereich erfahren. Ich habe übrigens die Leute, oder beziehungsweise den Zoo geschlossen. Deswegen verschwinden die Leute hier so langsam. Weil wir haben nur 25 FPS. Und damit das noch ein bisschen besser wird, habe ich halt den Zoo geschlossen. Aber reicht noch gerade zum Besichtigen. Ich glaube, viel weiter kannst du bald gar nicht mehr bauen, weil einfach das Spiel das performance-technisch nicht mehr mitmacht. Oh, okay. Ich glaube, wir werden doch nicht erfahren, wie der Zoo heißt. Hier ist nämlich kein Eingangsschild. Aber du fängst hier direkt mit dem Asia-Bereich an. Sehr schön hier aus mit den Felsen und der Bepflanzung. Hintergrund auch Wasser. Schöner Springbrunnen. Gucken wir uns aber gleich an. Oh, hier ist auch nochmal Wasser. Wie schön. Richtig idyllisch. Gefällt mir. Ich mag ja sowieso gerne diese... Ja, wie ist rosa die Farbe, ne? Diese rosanen Kirschblütenbäume, oder wie heißen die? Ja, Kirschblütenbäume. Und dann dazu passend diese rosanen Blumen. Das sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. Und dazu natürlich auch passend die asiatischen Gebäude. Die sehen aber gut aus, die Gebäude. Gefallen mir. Sind zwar relativ simpel gebaut, aber ich mag das gern mit den Wandverzierungen, die du hier hast. Und das Haus sieht jetzt auch nicht so viereckig aus, dadurch, dass du hier wirklich so Balken und sowas eingebaut hast. Und diese ganze Wanddeko. Dadurch wirken die Gebäude noch sehr schön. Das sind Toiletten, Essen, Trinken, ein Springbrunnen. Was braucht man mehr im Eingangsbereich? Sehr schön geworden. Auch ein paar Sitzmöglichkeiten. Hier ist wahrscheinlich nochmal ein Infostand. Ja. Sehr cool. Och, hier ist schon das erste Gehege. Flamingos. Oh, wie schön. Diesen Bogen finde ich ja cool hier. Das ist ja ein cooles kleines Detail, dass du hier noch so einen Bogen eingebaut hast, der sozusagen eine Tür in dieses Gebäude bietet, auch wenn die Leute sowieso mal hier durchs Fenster springen. Aber coole Idee. Wo sind denn die ganzen Flamingos? Die schlafen alle da hinten. Ihr habt übrigens reingeschrieben, warum die auf einem Bein stehen. Ich glaube, der Grund war, damit die nicht auskühlen. Das war, glaube ich, der Grund. Aber es waren da, glaube ich, mehrere Gründe. Da waren aber auch teilweise Trollgründe drin. Die totaler Schwachsinn waren, aber waren trotzdem witzig. Auch cool, dass du hier dieses Becken hingebaut hast. Auch so schön eingebaut mit den Felsen. Das gefällt mir sehr gut. Da hinten geht es schon in den Afrika-Bereich. Interessant. Was sind das hier überhaupt für ein Becken? Ein Suchfutterbecken. Ah, deswegen füllt die das auch auf. Jetzt sollten sogar die Flamingos eigentlich kommen. Oh, guck mal, wie schön. Das können wir jetzt direkt beobachten. Mega cool. Da kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. Und haben sie sich noch versteckt. Jetzt, wo es Futter gibt, sind sie alle am Start. Oh, wie viele da kommen. Flamingos sind aber auch nice. Richtig coole Tiere. Da wollen wir die mal nicht weiter stören. Hier geht es auf jeden Fall in den Afrika-Bereich. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal im Asia-Bereich. Da gehen wir, glaube ich, später rein. Ach, hier ist auch noch das Flamingo-Gehege. Sehr schön. Das heißt, das geht hier unter der Brücke durch. Cool gemacht. Und auch hier so ein untergegangenes Schiff als kleines Deko-Element. Ein schöner Wasserfall.
Auch hier schön die Felsarbeit, das sieht super aus. Schöner Flussverlauf, ich gehe mal ins Gehege rein. Schauen wir uns das mal an. Sind sie auch gerade am Essen. Ach, wie schön. Ein paar Seerosen, wie können die dann durchschwimmen. Hast du wirklich schön gemacht, das Gehege. Schön gestaltet. Hier diese kleine süße Brücke. Oh, okay. Und du hast so einen Unterstand auf Stützen gebaut. Auf dem Wasser. Das finde ich auch cool. Da können die dann schlafen. Und natürlich auch schöne Musik, ne? Das habe ich gar nicht erwähnt. Musik ist immer toll, wenn ich was besichtige. Das hast du aber auch süß hier gemacht. Mit diesen kleinen Blumenbeeten. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, hier scheint es zu irgendwelchen Raubkatzen zu gehen. Ist das nicht ein Löwe? Ich glaube, das ist ein weiblicher Löwe von der Form her. Ist echt schön dekoriert hier alles, auch mit den Geländern. Sogar die Mitarbeiterbereiche hast du hier schön dekoriert. Beziehungsweise ist eine, so eine Zaunbegrenzung, ne? Ist aber cool, das sieht nice aus mit diesen Balken. Hier ist nämlich das nächste Gehege. Hier haben wir den Panda. Oh, wo sind sie denn? Da liegen sie alle. Auch sehr schöne Höhle. Also das hast du wirklich gut dekoriert. Echt schön aus. Die können auch wieder hier hoch, ne? Und hier dann fressen. Richtig gut platziert. Boah, können die hier nicht. Boah, da hätte ich aber Angst. Die sind doch voll groß und gefährlich, oder, Pandas? Ist ja voll nah dran. Hier könnte man ja so mit der Hand rüber greifen und dann wird einem so die Hand weggesnackt oder man wird ins Gehege gezogen. Das wäre schon ganz schön krass. Aber es ist ein sehr interessantes Gehege. Oh, auch ein schöner Wasserfall. Schönes Gewässer. Auch mega groß, das Gehege. Es geht auch schon wieder unter einer Brücke durch. Das ist ja krass. Oder ist hier schon das... Nee, hier ist das nächste Tier. Das heißt, unter der Brücke ist wahrscheinlich eine Begrenzung, oder wie ist das? Ach nein, das... Hier ist schon die Begrenzung. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hier ist die Begrenzung. Das hier ist schon so ein Fluss, der zwischen den beiden Gehegen ist. Ah, ich verstehe. Okay. Dann ist es gar nicht so krass groß. Aber trotzdem locker groß genug, damit die Pandas sich wohlfühlen. Und auf der anderen Seite hast du dann direkt kleine Pandas untergebracht. Hast du wirklich schön gestaltet hier. Ich mag das sowieso gerne, wenn hier so ein Fluss durchs Wasser geht und dann mit diesen Gittern das Ganze getrennt wird. Das finde ich sehr schön. Da sind übrigens Krokodile im nächsten Gehege. Oh, der springt da. Echt ein schönes Gehege. So schön gestaltet. Oh, hier ist auch noch ein Gehege. Hier sind Faue. Oder Faun. Faun oder Faue, die Mehrzahl? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oh, auch sehr süß mit den Hecken als Barriere. Oh, hier ist auch Beschilderung. Scorpio, Indian Elephant, Red Panda, Peacock. Bactrian Camel. Okay, habe ich noch nie gehört. Black Rhino, Ganges Gavial, Royal Bengal Tiger. Das ist auf jeden Fall alles auf Englisch gemacht, finde ich in Ordnung. Ich glaube, wir gehen erstmal hier links lang. Hier geht es nämlich zu dem Scorpio. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Indian Elephant, Red Panda, Peacock. Peacock ist V. Aber das weiß ich nicht, was das ist. Skorpion irgendwas? Hm. Aber würde man das extra ausschildern? Ich weiß es nicht. Aber auch süßes Gehege. Wir gehen mal hier über die Brücke. Da ist schon der indische Elefant. Wie es aussieht. Ja. Hier wieder ein schöner Mitarbeiterweg. Finde ich auch cool, dass du hier nur so ein ganz kleines Stück mit dieser komischen Farbe gemacht hast und dann hier wieder das Ganze natürlich gestaltet hast. Das hält die Leute ja schon ab, hier durchzugehen. Und ich finde auch diese Mitarbeiterwege an sich halt nicht ganz so schön. Das hier sieht um einige schöner aus, diese natürlichen Wege. Ist der indische Elefant. Sehe ich aber gerade keinen. Wir gehen einfach mal rein. Sehe nur Spielzeug. Wo seid ihr denn? Ah. So ein großes Gehege. Kein Wunder, dass wir den nicht gesehen haben. Da sind sie am Chillen. Auch schön mit Höhenunterschieden. Oder oben kann man auch nochmal gucken. Das ist immer cool. Wenn man um das gesamte Gehege rumlaufen kann. Das finde ich immer toll. So schön gemacht. Hier kann man sogar noch komplett hochgehen. Dann hat man von hier nochmal eine bessere Übersicht. Ich glaube, da kann man wirklich komplett rumlaufen. Hier ist übrigens Scorpio. Gehen wir gleich mal rein, was das ist. Also man kann wirklich einmal um das gesamte Gehege rumlaufen. Voll schön. Hier geht es dann wieder runter. Ja, wo sind wir denn dann? Hier. Oh.
Jetzt bin ich verwirrt. Wo sind wir hier? Ah, wir sind gerade hier über die Brücke gelaufen, ne? Heißt das sowas wie ein Rundgang? Okay, wir sollten hier nicht so viel wie überspringen. Ich bin jetzt hier so lang geflitzt. Oh, hier geht's auch nochmal hoch. Oha. Okay. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Ja, wir bleiben mal hier. Also, wir haben von hier jetzt die Elefanten gesehen. Ne, von hier unten, ne? Ja, von hier unten haben wir die Elefanten gesehen. Und dann gibt es hier nochmal wieder ein schönes ja, Besuchergebäude mit Essen, Trinken und Toiletten. Auch wieder schön hinten im Gebäude. Das finde ich immer toll, wenn man die Toiletten so ein bisschen hinter den Essensbereichen einbaut. So ein bisschen versteckt. Weil Toiletten sind halt nicht ganz so schön. Hier kann man dann nochmal sitzen. Auch sehr schön. Und dann müssen wir sogar hoch. Okay, haben wir gar nicht so viel verpasst. So. Hier ist das chinesische Schuppentierchen. Oh, süßer Unterstand. Wo sind sie denn? Hallo? Ach, da. Da läuft er rum, der Kleine. Oh, kleines, feines Gehege. Nochmal eben so neben das Haus gemacht. Nicht schlecht. Ah, die brauchen ja auch nicht so viel Platz. Skorpio, jetzt bin ich aber gespannt. Ah, ist halt wirklich ein Skorpion. Okay, dann waren wir gar nicht so falsch. Indischer Riesen. Skorpion, Entschuldigung. Boah, wie viele. Oha. Können wir den da oben sehen? Ja, können wir tatsächlich. Hm. Wer würde den auf die Hand nehmen? Ich nicht. Wie er da schon mit seinem Stachel rumdüdelt. Nee, nee, nee. Den will ich nicht auf die Hand nehmen. Auf keinen Fall. Hier ist nochmal so ein bisschen Info mit Lautsprechern. Finde ich cool. Und jetzt kann man hier nochmal die indischen Elefanten angucken. Entschuldigung. Da hat mein PC einen kurzen Lag gemacht. Na, guck mal, jetzt hast du es wieder gemacht mit den Mitarbeiterwegen. Finde ich eine sehr schöne Lösung. Hier haben wir den Tiger. Oh, mit Underwater Viewing. Cool. Das finde ich immer nice. Schade, dass die gerade hier nicht schwimmen. Könnten wir mal so einen Tiger da hinholen eigentlich? Und ihn zwingen zum Schwimmen? Gute Frage. Legen. Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Kommt der jetzt oder kommt er nicht? Ich glaube nicht. Aber sieht cool aus. Oh, da hinten haben wir schon wieder Grafikbugs. Das habe ich schon öfter gesehen. Das passiert ab und zu, wenn man mit dem Arctic Soup Pack spielt. Seht ihr das? Oh mein Gott. Der ganze Boden hier ist eigentlich verschneit. Aber irgendwie auch nicht. Okay. Keine Ahnung, ob das an meinem PC liegt oder mehrere das Problem haben. Auf jeden Fall sehr schade. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Oh, sogar ein kleines Baby. Das ist sibirischer Tiger, ne? Ja. Der zwei Tigerarten in Blenden zu. Auch sehr süß gemacht, das Gehege. Das hier ist noch Elefant, genau. Und hier kommt das nächste Gehege. Das ist nämlich der erste Bär. Der Isabelbär müsste es sein. Ist sogar direkt hier vorne. Süß. Ja, Isabelbär. Auch sehr schönes Gehege. Das finde ich auch cool, dass du im Hintergrund immer so hohe Klippen und sowas hast. Du hast auch immer schön alles uneben gebaut, also schöne Höhenunterschiede und so eingebaut. Das mit diesen Grafikbugs ist echt ärgerlich. Hm. Scheint irgendwie nicht so ganz auf den Schnee klar zu kommen. Habe ich aber echt erst bemerkt seit dem Arctic DLC Pack. Kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich vorher nie Schneeparks besichtigt habe. Aber auch hier wieder sehr schön gestaltet. So ein richtiger Fluss. So ein paar umgefallenen Bäume. Und hier führt sogar ein Wasserfall runter. Oha, wo geht's denn hier hin? Okay, das ist krass. Das ist ein großes Gehege. Da sind, glaube ich, Leistenkrokodile. Ja. Ein riesiger Wasserfall hier hinten. Bin ich ja mal gespannt. Gehen wir mal ganz normal weiter. Kürzen mal nicht ab. So, wo sind wir denn jetzt hier? Genau, die Brücke sind wir vorhin gegangen. Jetzt sind wir hier bei den Ganges-Gavialen. Finde ich mega cool, dass du hier so einen Fluss durchgeführt hast, den immer so ein bisschen begrenzt hast und dann so ein paar Brücken drüber.
Weil von Brücken hat man eine mega gute Aussicht. Ihr seht ja, wie gut man hier die Tiere beobachten kann. Das ist richtig cool. Richtig schönes Gehege. Ich mag das, dass du hier immer so verschiedene Begrenzungen und sowas gemacht hast. Sieht alles sehr natürlich gestaltet aus. Richtig toll. So, das hier ist wahrscheinlich noch... Oh, wie viele das sind. Ich glaube, die haben sich ganz schön vermehrt. Das ist übrigens auch ein Problem, warum die FPS sehr runtergehen, wenn du viele Tiere hast. Wird halt immer aufpassen, dass du das irgendwann hier ausstellst. Dass du hier Verhütung anmachst. Dass irgendwann Feierabend ist, weil ansonsten kannst du nicht mehr so viel bauen. Direkt nebenan, hier geht halt der Fluss dann noch weiter. Haben wir dann die Leistenkrokodile. Sieht ja auch interessant hier aus, ne? Was für krasse Klippenlandschaften du hier gebaut hast. Da ist sicherlich viel Arbeit. Oh. Was zur Hölle? Was ist das für ein Tier? Aber trotzdem sehr süß. Okay, wo bin ich denn jetzt? Mich komplett verlaufen. The Wall, Black Rhino, Camel, Taiwan Black Bear und Komodo Varan. Okay, auch sehr süß hier bepflanzt alles. Ah, welches Tier haben wir wohl hier? Ich glaube, ein Tiger. Da ist er. Schöner Wasserfall, schön bepflanzt, schöne Felsen. Und auch eine sehr schöne Aussichtsplattform hier. Finde ich cool, dass du so ein Gebäude hier gebaut hast. Und da können die Leute runtergucken auf das Gehege. Da hat man wirklich eine sehr gute Sicht. Und da, oh, das sieht cool aus. Bei dem Wasserfall hast du auch oben so ein kleines Gitter noch eingebaut. Das finde ich cool. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Fällt mir aber gut. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Hier sind wir wieder am Anfang. Ja, hier ist der Anfangsbereich. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wir haben aber noch voll viel nicht gesehen, oder? Die vier Tiere haben wir alle gesehen. Kamele haben wir noch nicht gesehen. Nashorn haben wir noch nicht gesehen. Haben wir gesehen? Haben wir gesehen. Okay, wir müssen nochmal in diese Richtung anscheinend. Ah, und jetzt müssen wir hier rechts abbiegen, so wie es aussieht. The Wall, was ist denn The Wall? Bin ich auch gespannt. Ah, jetzt sind wir beim Black Rhino. Heißt das so auf Englisch? Wusste ich gar nicht. Panzernashorn ja im Deutschen. Schön aus. Bisschen kahl hier, so ein bisschen mehr Bepflanzung hätte ich mir sogar gewünscht. Aber muss man ja auch nicht immer machen. Aber ich finde das schön mit der Landschaft im Hintergrund. Das verschmilzt so richtig mit der Landschaft im Hintergrund. Das hast du echt gut hinbekommen, dadurch, dass du so viel mit Höhenunterschieden gearbeitet hast. Echt cool, hier so ein kleiner Unterstand. Das Gehege ist auch riesig, glaube ich. Sind voll klein, die Dinger. Sind das Kinder oder Babys? Nee, ne? 33 Jahre, aber Weibchen. Ich glaube, Männchen sind wahrscheinlich ein bisschen bulliger, ne? Aber auch ein sehr schönes Gehege. Können sich hier auch echt zurückziehen, die Tiere. Das finde ich gut. Ah, guck mal. Hier geht's runter zu den Flamingos mit einem Wasserfall. Und hier ist dieser Wasserfall, den wir vorhin gesehen haben. Hier waren wir gerade eben mit den Tigern. Hier ist das mit dem kleinen Gitter. Das finde ich cool mit dem Gitter hier. Sehr coole Idee. So, gehen wir mal wieder zurück. Auch hier eine sehr schöne Gehegebegrenzung, die du gebaut hast. Schön mit diesen Felsen und mit den Baumstämmen und sowas. Nicht schlecht. Oh, hier haben wir die Kamele direkt. Das ist Mitarbeiterweg. Okay, hier kann man dann die Kamele oder Trampeltiere auf Deutsch gutachten. Da hinten verstecken sie sich. Oh, cooler Name. Enk Yargal. Interessant. Oh, hier geht's voll krass hoch. Guck mal diese Brücke hier an, wie cool das aussieht. War bestimmt viel Arbeit, das hier alles vernünftig abzustecken, dass es gut aussieht. Auch schön mit den Fackeln hier. Sehr cool. Da oben ist schon das nächste Gehege. Oh, Entschuldigung. Guck mal, wie viel man hier sehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier The Wall ist. Auf jeden Fall eine riesige Klippenmauer. Ach nee, ich verstehe. The Wall, jetzt verstehe ich. Das ist sowas wie die chinesische Mauer, die du hier gebaut hast. Hier, das hier, wo wir drauf laufen. Es geht nämlich hier hinten komplett rumherum, glaube ich. Wie das aussieht, das ist ja mega cool.
Oh mein Gott. Coole Idee. Hier haben wir den taiwanischen Schwarzbär. Wo steckt er denn? Auch ein riesiges Gehege. Also sehr tierlieb. Haben wir hier? Oh, gar nichts. Bisschen Deko. Hier unten müsste dann das Kamelgehege sein. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier sind nochmal Toiletten. Essen, Trinken für die Leute. Hier können die dann nochmal sitzen mit einer wunderschönen Aussicht. Guckt euch das mal an. Das sieht echt cool aus. Ein riesiger Wasserfall mit so Stufen. Nicht schlecht. Das ist schon wirklich beeindruckend, was du hier gebaut hast. Bin gleich mal gespannt, wie das Ganze von oben aussieht. Haben wir hier Komodo-Varan. Okay, das ist nochmal ein Mitarbeitereingang. Da geht es dann zu den Bären nochmal. Ich gehe da nochmal ins Gehege rein. Davon haben wir noch nicht viel gesehen, von dem Gehege. Ist auch riesig, ne? Ist halt so mega länglich, das Gehege. Aber auf jeden Fall mehr als genug Platz für die Bären. Und hier ein süßer Rückzugsort. Schön versteckt. Das ist auf jeden Fall ungestört. So, hier haben wir den Komodo-Varan, so wie es aussieht. Ach, da ist einer. Ist aber ein kleiner Baby. Bin echt gespannt, wie gleich die Mauer von oben aussieht. Okay, hier bist du wohl noch nicht weitergekommen. Oh, ein Orang-Utan. Ah, du hast hier so ein Affenhaus gebaut. Schön mit Glas. Aus Glas so ein Haus gebaut. Oben auch so ein kleines Lüftungsloch drin gelassen. Und der Baum geht da oben durch das Haus raus. Hast du so einen riesigen Baum reingemacht. Coole Idee. Da klettern dann die Orang-Utans. Auch schöne Urwaldoptik. Oder nicht Optik, sondern Urwaldambiente mit diesen schönen Sounds. Nicht schlecht. Okay, hier hast du wahrscheinlich noch nicht so viel dekoriert, aber schon mal so ein bisschen. Ich glaube, da ist schon irgendwas in Planung. Da oben. Und jetzt sind wir auf der chinesischen Mauer oder The Wall. Kann man dann auch nochmal runter gucken auf den Zoo. Boah, das ist krass, ne? Wie groß das hier alles ist. Kommen wir denn hier hin, wenn wir hier weitergehen? Oh, Wölfe. Hier ist ein Wolfsgehege. Und da? Oh. Das sah gerade voll komisch aus. Habt ihr das gerade gesehen da? Weil die Scheibe so kaputt war. Das ist ja süß hier. Mit diesem Glas. Das habe ich ja auch so noch nicht gesehen. Allgemein mega süße Barriere, die du hier gebaut hast. Mit den Laternen und sowas. Oh, auch schön. Ganz viele Babywölfe. Das sieht auch interessant aus hier. Das ist auch aus dem Arktik-DLC. Sehr schöne Idee. Schneeleopard. Boah, wie viele Tiere du hast. Der ist mega cool. Aber du hast die Gehege auch alle wirklich sehr gut untergebracht. Oh, es geht noch höher. Ah, hier geht's in den Arktikbereich. Das ist auch eine gute Idee, wenn man so einen Berg baut und dann ganz oben natürlich den Arktikbereich macht. Ist ja auch relativ realistisch, weil es ja oben viel kälter ist. Ich mag diesen Zaun oder diese Barriere da. Finde ich richtig cool. Arktik-Gondola. Okay. Da könnten wir hochfahren wahrscheinlich zum Arktikbereich. Aber ich glaube, das ist wirklich nur so eine Gondel, die hoch und runter fährt. Sieht zumindest so aus. Weil die Spuren direkt nebeneinander sind. Machen wir jetzt aber mal nicht, weil ich glaube, hier bist du noch nicht so weit gekommen, weil das noch sehr kahl aussieht. Auch ein sehr schöner Mitarbeitereingang hier. So, das ist hier noch Schneeleopard. Hier geht's wieder runter. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon? Ah, jetzt sind wir hier wieder beim Tiger. Hier waren wir gerade auch schon, ne? Ja, das ist der Isabelbär. Und hier war das Underwater Viewing von dem Tiger. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in der Außenperspektive. Das ist hier The Wall. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Es war bestimmt so viel Arbeit, hier diese Mauer komplett lang zu ziehen. Richtig schöner Wasserbereich hier. Hier führt dann der Fluss unter den Brücken durch. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Nicht schlecht. Sehr gut gebaut, Janina.
Da gehen wir gleich hin in den Arktikbereich. Und hier in den Afrika-Bereich geht es auch noch. Da dürfen wir gleich nicht durcheinander kommen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt als allererstes gleich in den Arktikbereich rein. Hier war der Eingang. Ich glaube, im Asia-Bereich haben wir soweit alles gesehen. Oh, hier ist auch nochmal eine schöne Höhle, wo sie sich zurückziehen können. Das hier waren die Schneeleoparden vom Gehege her. Und auf geht's in den Arktikbereich. Schauen wir uns den mal an. Die Brücke oder der Weg hier nach oben, diese Treppe, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich mag das Geländer sehr gerne. Ist das beleuchtet eigentlich? Was sind das hier für Punkte? Finde ich aber auf jeden Fall cool. So ein Holzgeländer hier. Habe ich so noch nie gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es beleuchtet ist. Auch diese Dinger hier oben. Müssen wir dann nachher mal schauen bei Nacht. Oh, das sieht ja schon mal schön aus. Hier diese ganzen Holzbalken, dann dieser Weg, den mag ich ja sowieso sehr gerne. Auch das hier. Ah, das ist schön. Oh, auch ein wunderschönes Haus mit Eiszapfen. Ich liebe auch dieses Arktikholz. Sieht einfach so schön aus. Richtig tolles Gebäude. Hier gibt es dann noch einiges zu essen. Oh, hier kann man nochmal rausgucken, wie schön. Da müssen wir gleich auch noch hin, zum Afrika-Bereich. Das ist der letzte Bereich. Aber da hast du ja geschrieben, der ist noch relativ unfertig. Eisbär, da gehen wir doch mal hin. Oder Bär. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist hier, glaube ich, schon das Gehege. Hier liegt auf jeden Fall Spielzeug rum. Wie ist das denn? Und da geht es auch noch weiter. Wir gehen einfach mal hier hoch, würde ich sagen. Oh, das ist so eine Aussichtsplattform. Cool. Ah, hier hast du schon mit diesen Schneefelsen gearbeitet. Du hast die so ein bisschen kombiniert. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ah, da schwimmen sie. Ich glaube, das hier ist auch noch nicht ganz fertig. Sieht noch sehr kahl aus. Aber ich finde die Idee cool. Ich mag das Geländer sehr gerne. Da schwimmt der Eisbär. Ja, das Gehege ist auch noch auf jeden Fall ein bisschen zu kahl. Da bist du wahrscheinlich auch noch nicht zugekommen. Hast ja auch, glaube ich, geschrieben, ne, dass der Arktikbereich noch relativ unfertig ist. Aber ich finde die Idee schon mal sehr cool, dass man hier oben auf den Berg raufgeht und dann so eine schöne Aussichtsplattform hat. Hier kann man auch noch mal reingucken. Da ist aber leider gerade nicht zu sehen. Und hier nochmal so eine schöne Deko-Statue. Und oh, hier sind wieder das Flackern leider. Aber hier auch nochmal ein schönes Haus. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar so ein fertiges Haus ist. Sieht aber echt cool aus. Da fällt auch so ein bisschen Schnee runter. Schöner Rauch. Die Weihnachtsbäume. Auch beleuchtet sogar. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Hier haben wir Polarwölfe. Aber die zeigen sich auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ah, und hier haben wir Rentiere auf dieser Seite. Baby-Rentiere sind auch so süß, ne? Noch komplett ohne Geweih. Oh, auch sehr schön. Da hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass das ein Workshop ist. Richtig schöner Unterschlupf. Auch in diesem schönen Arktik-Design. Fällt mir. Wo sind jetzt die Wölfe? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein schöner kleiner Laden. Auch mit einem süßen Rentier da oben. Ein paar Stühle und sowas. Boah, das mag ich hier echt gerne, ne? Diese kaputten Teile. Sehen so schön aus. Oh, okay. Hier haben wir Dallschafe. Auch hier ein sehr schöner Unterschlupf. Aber da hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass du aus einem Workshop kommst. Also diese Arktik-Sachen sehen so cool aus. Ich bin mal auf das nächste DLC von Planet Zoo gespannt. Müsste ja bald kommen, ne? Gehe ich mal von aus. Boah, guck mal hier, eine Eisbrücke. Auch mega cool. Sieht echt nice aus. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Toiletten. Oh, die Wölfe habe ich immer noch nicht gesehen. Da sind sie. Die Polarwölfe. Die laufen voll synchron. Voll süß. No. Hübsche Tiere. Dann gehen wir mal über die coole Glasbrücke hier rüber. Kann man auch nochmal runter gucken. Ich glaube, das hier ist ein... Sind wir hier hochgegangen? Oder ist das ein Mitarbeiterweg? Gute Frage. Gondola. Ah. Das ist die Gondel, die nach unten führt. Hier könnten wir dann einsteigen und den Weg nach unten nehmen, aber ich glaube, der ist noch relativ uninteressant. Können wir uns nachher von oben angucken. Auch nochmal ein schönes Haus. Da sind wir von reingegangen. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Dann müssen wir eigentlich nur noch runter zum Afrika-Bereich. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz hier wieder in die Außenperspektive. Schauen uns das Ganze nochmal an. Hier sind wir vorhin hochgegangen. Diese Treppe.
Da waren wir auch, da haben wir die Aussicht genossen. Achso, die Gondel können wir mal eben gucken. Ja, die Fahrt ist noch relativ uninteressant. Das ist halt auch wirklich nur so eine Zweckgondel, sage ich mal, von oben nach unten. Finde ich aber in Ordnung. Wie so eine Seilbahn halt. Ist halt jetzt halt nicht so mega, dass man über alle Gehege fährt. Aber das kann, glaube ich, echt cool werden, wenn du das später noch alles ausschmückst. Na, das war das Eisbärgehege. Oh, hier unten drunter ist sogar der Unterstand. Vielleicht hättest du dann hier sogar noch irgendwie Glas einbauen können, dass man da reingucken kann. Das wäre mega cool. So, das waren die Polarwölfe, hier waren die Rentiere. Da waren die Dallschafe. Das sind ja die vier Tiere, die eingefügt wurden. Wir haben ja leider keine Pinguine. Spiel, sehr schade. Ah, das hier echt der Mitarbeiterweg. Der ist auch sehr interessant. Führt hier mitten durch die schöne Landschaft. Oder geht's auch nach unten rein? Ja, sowas ist immer cool, wenn man das unterirdisch versteckt, ne? Solche Mitarbeitergebäude. Aber ich glaube, ansonsten haben wir jetzt alles gesehen, außer den Afrika-Bereich. Da fliegen wir jetzt mal eben hin. So. Dann sind wir schon da. Oh, das ist sogar Ticket Camp schon. Haben wir anscheinend schon mal benutzt, die junge Dame. Und los geht's in den Afrika-Bereich. Auch schöner Eingangsbereich. Jetzt geht's erstmal durch den Tunnel. Death. Was haben wir hier? Wie hieß denn die Schnecke noch? Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Gucken wir mal eben. Echte Achatschnecke, genau so war's. Ich versuche ja mittlerweile mir diese Tiere alle zu merken. Boah, was ist das? Todesotter? Oder welche ist das? Ne, die Todesotter hatte, glaube ich, einen dunkleren Kopf, ne? Das ist die Puffotter? Ist auf jeden Fall eine Otter. Puffotter, ja. Okay, dann habe ich mir das mit der Todesotter gut gemerkt. Die hatte nämlich so einen, nicht so einen bunten, gestreiften Körper und mehr so einen dunklen Kopf. So habe ich mir es zumindest in der letzten Folge, war es, glaube ich, gemerkt. Boah, wie viele hier sind. Ja, schlimm. Oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Ist das der Goliath-Käfer? Ich habe keine Ahnung. Oh, tatsächlich. Guck mal, wir lernen echt dazu, Leute. Da ist er. Irgendwann können wir die alle, die Tiere. Walk of Food. Das klingt ja genau nach meinem Geschmack. Okay, gehen wir mal erstmal in den Walk of Food. Oha. Okay. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Und mal schön Deko, bisschen plätscherndes Wasser und ein paar Tische. Sind das nicht ein bisschen wenig Tische für die ganzen Läden? Hier ist nochmal eine schöne Toilette. Auch sehr süß gemacht. Und Musik. Okay, gehen wir wieder zurück und gucken uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt hier satt gefressen. Ist auch schön, die Deko. Asia und Exit. Okay. Und hier haben wir direkt den Strauß. Bitte nicht pieksen. Ja, die sind ja auch mies, die Dinger, ne? Vor denen habe ich Respekt. Aber die Babys sind süß. Oh, wie niedlich die aussehen. Oh, putzig. Oh, auch schön hier gestaltet alles. Food Shuttle. Boah, das für faule Menschen. Wir sind natürlich nicht faul. So, hier haben wir den afrikanischen Wildhund. Steckt sich auch. Aber auch großes Gehege. Krass. Der war auch noch ein bisschen kahl aus, so. Ich glaube, so ein bisschen Erde und Sand könnte man hier schon noch reinpacken. Ich meine, man will ja bei Afrika auch nicht zu sehr bepflanzen, aber irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen dieser Sanduntergrund und sowas. Haben wir ihn denn? Da hinten. Da ist er. Oh, süß. Hier ist ein kleiner Unterstand. Auch cool. Hier haben wir schon das nächste Gehege. Ich sage Galapagos. Aldabra. Ah, Mist. Ist aber auch immer so ein kleines Rätselraten. Hätte ich mal aufs Schild geguckt, dann hätte ich es gewusst. Ein Zwerghippus. Hier ist schon underwater so ein bisschen. Wo sind sie denn? Stecken sich anscheinend. Da. Da kommt noch eine angelaufen. Sehen ja auch ulkig aus, ne?
Aber große Zähne haben die trotzdem, obwohl die so klein sind. Wenn ihr das gerade gesehen habt, da. Also ich glaube, wenn die einen beißen, das tut schon ganz schön weh. Plus Pferde sollen ja auch sehr gefährlich sein. Was ist das denn hier? Das habe ich auch so noch nie gesehen. Ach, das sind so Hecken, die du im Boden versenkt hast. Okay, ich verstehe. Auch interessant. Als Deko. Habe ich noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ich glaube, das war's schon, ne? Ne, da hinten geht's noch hin. Aber wo ist denn der Weg für uns? Ah, hier geht's lang. Hier hatten wir gesehen, ne? Ja, das war die Aldabra-Schildkröte. Links waren die Wildhunde. Hier geht's rein. Hier haben wir Bonobos. Auch nochmal ein sehr interessantes Affenhaus. Da jumpen sie rum. Auch eine interessante Form hier, ne? Ach, wie cool. Die können hier oben hoch und dann darüber klettern. Schade, dass das jetzt hier nicht mal einer macht. Also die können hier direkt über uns gehen. Hier gibt es auch was zu fressen. Hier gibt es Spielzeug. Richtig coole Idee. Können die auch nach draußen? Haben die einen Außenbereich? Frage, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt aber alles gesehen. Wir gehen nochmal in die Außenperspektive. Schauen uns Afrika nochmal an. Ah ne, hier hinten ist auch noch was. Habe ich jetzt leider übersehen. Machen wir jetzt eben so aus der Sicht. Das ist auf jeden Fall das Affenhaus hier. Finde ich interessant, dass die hier oben rein können. Mega cool. So, und hier wärst du sogar noch runtergegangen. Das ist, glaube ich, Mitarbeiter, ne? Ist hier alles Mitarbeiter? Ne, hier ist auch nochmal so eine Brücke. Hätten wir hier lang gekonnt? Ne, das ist Mitarbeiter. Aber krass, dass du diese Mitarbeiterwege auch noch so schön gestaltet hast. Nicht schlecht. Hier haben wir noch ein weiteres Gehege. Nämlich... Was ist denn hier für ein Tier? Die Tiere verstecken sich aber auch heute, ne? Das ist echt krass. Sieht aber schon mal sehr gut aus hier. Also es geht in eine gute Richtung. Bist halt hier noch nicht fertig mit dem Gestalten. Ich glaube, das wird mal richtig interessant werden. Ah, hier ist er. Afrikanische Elefanten haben wir hier. Gerade am Schlafen. Wollen wir sie auch nicht mal weiter stören. Hier geht es dann wieder hoch. Und auf die chinesische, oder die The Wall heißt es ja bei dir. Ich nenne es einfach mal chinesische Mauer. Ja, das war dein Zoo. Wir gucken natürlich nochmal kurz bei Nacht. Wegen der Beleuchtung. Ich versuche das immer nicht zu vergessen. So, dann schauen wir doch mal. Das interessiert mich mal eben, ob die Dinger beleuchtet sind. Oh, tatsächlich, die sind echt beleuchtet. Mega cool, das ist auch vom Arctic DLC, ne? Voll interessant aus. Hier sehr schön mit Fackeln. Fliegen wir hier ganz schnell rüber, dann gucken wir nochmal. Oh, die Brücke ist auch voll schön beleuchtet. Und so Sterne am Boden. Cool, und auch hier das Geländer ist beleuchtet. Gefällt mir richtig gut. Auch hier das Haus ist schön mit Fackeln beleuchtet. Wenn die Rentiere schlafen. Hier natürlich auch. Aber ich glaube, das kommt wirklich aus dem Workshop, das Ding. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass es schon so ein fertiges Haus war, was im Spiel einfach war. Also vorgegeben vom Arctic DLC. Haben wir unten noch irgendwas Interessantes? Also du hast auf jeden Fall schon sehr gut ausgeleuchtet. Das kann man auf jeden Fall sagen. Du hast überall Laternen und sowas hin platziert. Man kann dein Zoo auf jeden Fall gut bei Nacht besuchen. Ohne dass man jetzt hier im Dunkeln rumirrt. Das hast du echt schön gemacht. Also ganz toller Zoo. Zoo Topos hieß er jetzt, glaube ich, ne? Nenn ihn jetzt einfach mal so. Es kann auch sein, dass er Janinas World hieß. Oder nee, Planet Janina hieß es, ne? Eins von beiden auf jeden Fall. Ich schreibe dir, glaube ich, eine E-Mail und frag dich mal, wie es jetzt letztendlich hieß. Aber Leute, ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Janina fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.